So, jetzt aber. Noch einmal. Guten Abend, gute Nacht euch. Ja, also ich habe gerade schon mal eine Weile ins Nichts gesprochen und hallo Engel. Danke für die Meldung. Ich bin etwas später dran. Ich habe noch mit meiner Frau ein bisschen ferngeschaut. Wir hatten noch gegessen. Und ja. Von daher. Besser spät als nie. Genau. Ja, komisch mit dem Mikrofon, das ist ein bisschen nervig. Also irgendwie, es ist immer dann eingestellt, wenn ich nachgucke und nachprüfe, ob es eingestellt ist. Und wenn ich nicht dran denke und denke, okay, jetzt streame ich einfach drauf los, dann ist es wieder falsch. Also ist es wieder nicht eingestellt, es ist wieder raus. Naja, sehr, sehr eigenartig. Für so einen spontanen Stream dann irgendwie ein bisschen ungeeignet. Also wenn es spontan direkt losgehen soll, so wie jetzt, weil ich ja eh schon spät dran bin. Genau. Hallo Angelika. Ja, genau. Schon auf Fehlersuche gewesen. Es ist nicht deine Schuld. Es war nur meine Schuld. Genau. Aber jetzt funktioniert es. Und ich wollte noch ein wenig über die Themen reden, die sich da am Horizont abbilden bei Forge of Empires. Da muss ich jetzt erstmal nochmal ins Forum gehen. Ich habe es nämlich alles noch gar nicht geöffnet. Wie gesagt, ich bin jetzt hier ganz frisch reingeflattert. Und habe einfach mal auf Übertragen geschickt. Hallo Ghost, der Host. Guten Abend. Gute Nacht. ja, und da gibt es doch tatsächlich einige interessante Sachen. Aber ich würde, wie gesagt, oder wie ihr wahrscheinlich gerade nicht gehört habt, eben noch einsammeln, was ich hier auf dem Beta-Server noch einsammeln kann. Ich will nämlich nicht, dass plötzlich 0 Uhr ist. Und ich meine täglichen Sachen hier vergessen habe. Wobei, das ist, glaube ich, jetzt schon eigentlich alles soweit erledigt. Das geht auch relativ einfach und dann hätte ich die dritte Quest ja auch schon erledigt. Die 10 Tavernen werden wir schon finden. Um Forge-Punkte kaufen. Okay. So, dann mache ich hier nochmal Stundenproduktion an. Und schau gleich nochmal auf meine Hauptwelt. Hier gibt es gerade nichts zu tun, außer das hier abzuholen, aber das rennt ja auch nicht weg. Naja, nun ist es erledigt. Okay. Ja, im Winter-Event gab es, glaube ich, seitdem ich gestreamt habe letzte Woche zum Winter-Event nichts Neues. Außer vielleicht die Erkenntnis jetzt so im Nachhinein, dass es wahrscheinlich doch nicht einfach wird, den Winterkalender vollzukriegen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht, ob ihr relativ aktiv das Winter-Event spielt. Wir haben ja gegen Ende des Streams letzte Woche festgestellt, dass es möglicherweise relativ einfach sein könnte, zwei von diesen Schokolaterien zu bekommen. Guten Abend, silberblonder Gandalf. Aber das hat ja dann auch den Nachteil, dass man nicht zu viel öffnen würde und dann dadurch auch nicht so viele Schlüssel bekommt und sowas für den Winterkalender. Also ich glaube, na, es könnte immer noch sehr, sehr schwer sein, den Winterkalender zu öffnen. Ja, also es bietet sich ja nicht so an wie beim Halloween-Event, dass man gewisse Sachen am nächsten Tag öffnen kann und schon mal was vorbereiten kann und sowas. Man muss ja immer mit dem Tagespreis leben, den es hier tatsächlich gibt an dem Tag. Und ja,
Den will man vielleicht nicht. Das ist jetzt heute zwar ein ganz guter mit dem Winterkanal vom letzten Jahr. Und ich hatte, ach so, ja doch, ich habe noch eine Neuigkeit zum Winterevent. Aber in vielen Fällen lohnt sich es einfach nicht dann, den Tagespreis versuchen zu bekommen. Und generell ist ja auch die Chance, den Tagespreis zu bekommen, nicht gerade einfach aus den Paketen, ne? Also ich versuche es jetzt mal, weil der Tagespreis ganz okay ist. Schauen wir mal. Ah, Glück gehabt. So, habe ich das Hauptgebäude bekommen? Ach ja, das Hauptgebäude habe ich bekommen. Ja, allerdings noch nicht die, den Schlüssel. Der zweite Preis hier ist auch nicht schlecht, nämlich Wunschbrunnenfragmente. Aber es ist ja nicht meine Wunschbrunnenwelt. Da ist der Schlüssel. Glück gehabt. Glück gehabt. Genau, das wäre jetzt hier mein drittes Türchen und ich kann noch ein weiteres öffnen mit den Schlüsselteilen, die ich bisher bekommen habe. Genau, aber 32 Türchen zu öffnen, wird wahrscheinlich äußerst schwer. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass es als Austauschpreis sowohl den Wunschbrunnen als auch das Wunschbrunnen-Schrumpfkit gab. Ich habe auf den Discord-Server, dem FOE Olymp, also falls ihr da nicht seid, könnt ihr ja gerne mal dort mit draufkommen. Die Links, die müssten hier unterhalb des Videos dann irgendwo zu finden sein. Ich glaube, spätestens, ja, oder im Profil vom Spotify. Genau, da sind auch andere Streamer drauf, die FOE streamen. Also falls ihr da Interesse dran habt, kommt doch gerne auf das Discord mit drauf. Und da habe ich ein Bild reingestellt. Ich zeige es mal eben. Nur so als Beweis. Als Beweis. Hier, Discord. Der Wunschbrunnen. Tatsächlich. Ich glaube immer noch nicht dran, dass der Wunschbrunnen tatsächlich auf die Live-Server auch kommt als Tagespreis. Aber wenn doch, dann wäre das natürlich eine sehr, sehr coole Sache für die Wunschbrunnenwelten-Sammler. Ja. Dann gäbe es tatsächlich mal ein Event, wo man wieder Wunschbrunnen sammeln kann. Ja, okay. Aber machen wir es mal wieder leise hier. Ich höre kaum was. Ich hoffe, für euch war der Hintergrundton nicht so laut wie für mich. Ja, es ist schon wieder Weihnachten auf dem Beta-Server. Und als Weihnachtsgeschenk scheint es tatsächlich im Moment zumindest Wunschbrunnen zu geben. Das werden wir dann sehen, ob das tatsächlich auf den Live-Servern so ist. Ich glaube noch nicht so richtig dran. Aber ja, wer weiß. Gut, dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Und zwar wollte ich mit euch, weil Winter-Event hatte ich ja letzte Woche schon angeguckt, mal in den Spoiler-Bereich gucken. Und da gibt es etwas Neues, was tatsächlich sehr, sehr interessant ist. Und zwar scheint sich da eine neue Gildenexpedition oder ein Update der Gildenexpedition anzukündigen. Mooincat hat auf Englisch auch schon darüber gesprochen, also ich habe mich da auch schon von ihm spoilern lassen. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Ich will das jetzt aber nicht eins zu eins kopieren, was er gesagt hat, sondern so, naja, ich mache es ja auch auf Deutsch. Genau. Also, schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns das mal an, was es hier an Bildern gibt. Und spekuliert gern mit mir, was da auf uns zukommt in der Gildenexpedition. Es sieht sehr danach aus, schon von diesem V hier zu sehen. Dass es eine fünfte, römisch 5, Stufe der Gildenexpedition geben wird. Und davon gibt es hier schon einige Bilder in den Assets. Die Assets sind die Bilddateien, aus denen Forge of Empires besteht. Ich kann das ja vielleicht mal kurz
erklären, falls ich das eben hinbekomme. Man kann hier im Browser auf der Seite ja, so ein Fenster öffnen mit F12. Das ist dieses, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Ja, so ein Entwicklerpanel. Und hier sieht man schon gleich, dass hier so Bilddateien abgespeichert sind von den Webseiten, auf denen man sich gerade befindet. Und eine ist tatsächlich schon geöffnet. Und das ist hier eben die mit relativ vielen bekannten Bildern. Aber da sind jetzt eben kürzlich neue Bilder dazugekommen und das sind immer diese Assets. Und also das nennt sich Assets. Vielleicht steht das da auch irgendwo. Keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht auf die Schnelle. Und daher kommen diese Spoiler-Bilder, die man hier im Beta-Forum findet. Und es ist tatsächlich auch Mooincat, der den Eintrag gemacht hat. Genau, und diese Bilder quasi rausgesucht hat, die neuen. Und hier hinzugefügt hat im Spoiler-Bereich. Ja, wie gesagt, also Spoiler, es geht um Neuigkeiten, die es vielleicht mal geben wird in Forge of Empires. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze tatsächlich dann nicht kommt. Es gab auch Features, die am Ende nicht gekommen sind. Ich hatte mal ein Video gemacht zu Guild Perks. Die kamen tatsächlich nicht auf die Live-Server. Und Gildenexpedition glaube ich aber schon, dass da was kommen wird. Genau. Also, öffnen wir mal die Bilder. Was hat Mooincat hier gefunden? Hier gibt es eine Reihe von Gebäuden, die neu zu sein scheinen. Und neue Belohnungen der Gildenexpedition zu sein scheinen, wenn denn da das Update kommt. Und die Anordnung, die hier zu sehen ist, die stellt ja schon dar, dass das offensichtlich eine Art Hauptgebäude zu sein scheint mit Erweiterung, die man dann hinten dran hängen kann. Und dann kann man sich hier so eine Art Schlange in die Stadt stellen. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus optisch. Zu den Werten ist ja da noch nichts bekannt. Aber es gibt hier so ein paar Hinweise über diese Dateinamen, die die haben, dass das möglicherweise eine Auswahl sein könnte, also dass man sich entscheiden kann für eines dieser drei Schlangenwesen oder aber, dass es über ein Update funktioniert, also dass man, dass es die Stufe 1 ist, Stufe 2, Stufe 3. Und vielleicht gilt das Gleiche hier auch für die Kettenelemente, dass es Stufe 1, 2 und 3 ist. Hier haben wir auf jeden Fall Feathers B und Feathers C. Also wahrscheinlich ist das hier Stufe 1, 2 und 3, was man da jeweils upgraden kann. Und es gibt ja hier auch ein Upgrade-Kit. Also durchaus möglich. Genau, dann wird es wahrscheinlich sein A, B, C und das kann man dann jeweils updaten. Und je nachdem, welche Werte man hat, nimmt man eben diese gefederten Anhänge, diese Anhänge mit den Stacheln oder mit den, wie nennt man das? Segeln oder sowas, ja. Okay. Ja, also auf jeden Fall interessante Gebäude. Und es gibt zudem neue Varianten bereits bekannter Gebäude. Ich glaube aber, das sind die alten Bilder, oder? Sieht die Ritualflamme auf Stufe 2 nicht eh schon so aus? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Muss ich mal schauen, ob ich davon noch irgendwas im Inventar habe. Leider nicht. Ich sollte es auf einer meiner Nebenwelten haben. Gehen wir mal rüber. Auf Fellen müsste ich definitiv einige davon haben, da ich ja noch den Antiquitätenhändler nicht habe, um
das zu verkaufen. Also, Upgrade Kit. Ach, so sieht die jetzt aus und die hat schon noch ein paar mehr Anhänge, das neue. Ja, das hat hier diese Ausstülpung. Statuen oder sowas. Genau, also ist schon ein anderes Bild auf jeden Fall. Und auch diese runden Symbole sind da nicht dran. Ja, ist halt die Frage, was da kommen wird. Bisher ist die Ritualflamme ja nicht so interessant mit der Stadtverteidigung. Wenn sie einfach nur mehr Stadtverteidigung bringt, okay, man kann noch mehr Stadtverteidigung auf kleinerer Grundfläche haben. Aber ihr wisst ja vielleicht, dass ich von Stadtverteidigung ehrlich gesagt nicht so viel halte, weil man da eh durchkommt. Schon interessanter könnte die Sacred Skywatch sein. Wie nennt sich das nochmal auf Deutsch? Ich hab's vergessen. Irgendwas Himmels? Himmelswacht. Heilige Himmelswacht. Danke, Angelika. Genau, die bringt ja jetzt 2 Forge-Punkte. Wenn die jetzt 3 Forge-Punkte bringen sollte, wäre sie, glaube ich, immer noch nicht interessant genug. Danke auch, Pommespirat. Aber vielleicht bringt sie ja sogar mehr. Da kommen so Drachenköpfe raus. Das erinnert dann auch wiederum an diesen Drachen hier, ne? Die gucken da oben raus, dann aus der Himmelswacht. Bisher gibt es hier auch schon irgendwas. So eine Art Papageienköpfe oder sowas. Und dann gucken da so eine Drachen raus. Okay, und dann gibt es noch ein neues Gebäude. Da stehen auch diese Drachen. Und was das sein kann, darüber lässt sich natürlich dann auch nur spekulieren. Mooncat meinte vielleicht ein Produktionsgebäude. Schauen wir mal. Also für kleine Spieler ist auch eine, ja, ist auch eine Himmelswacht mit 3 Forge-Punkten sicherlich interessant. Aber für die Großen, damit sie sich wirklich lohnt und man sich die anfängt in die Stadt zu stellen, sollte sie dann, glaube ich, mindestens 4 haben, damit es auf einer Grundfläche von 6 Feldern sich lohnt. Habe ich da irgendwas Vergleichbares? Aber ich glaube, 3 ist noch zu wenig. Genau. Okay. Gut, dann gibt es natürlich auch neue Oberflächenelemente, neue Teile im HUD. Und hier gibt es diese bunten neuen Symbole für versteckte Relikte. Vielleicht deuten diese neuen Farben darauf hin, was für eine Art von Relikt jetzt noch versteckt sein könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich eine Änderung wie heißt das Gebäude, an dem Relikt-Tempel gibt. Aber dass der jetzt andere Relikte bringt, kann ich mir nicht so recht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber was bisher ja nicht sichtbar war in der Symbolik, war ja, was sich für Relikte noch verstecken. Vielleicht ist es sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade ein Relikt in der Gildenexpedition offen habe. Nein. Schauen wir mal, ob ich eins kriege. Mit etwas Glück. Einmal nein. Jetzt schon. Genau, jetzt ist das Relikt bunt geworden. Und da gibt es jetzt mehr Farben. Keine Ahnung, was das bedeuten könnte. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht darauf hindeutet, was für ein Relikt versteckt ist. Also, dass es vielleicht eher ein silbriges Symbol ist. Vielleicht das hier oben rechts. Wenn es ein silbernes Relikt ist, was gerade noch versteckt ist. Und je nach Güteklasse wird es dann entsprechend anders eingefärbt. Das hier das Goldene, das Goldene, das und das Diamantene. Genau, aber dann weiß ich nicht, was die anderen Farben noch bedeuten.
Aber vielleicht gibt es dann auch einfach noch mehr Qualitätssachen. Dann würde es aber wirklich auch eine Änderung am Relikt-Tempel bedeuten. Und dass der noch aufgewertet wird, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil der ist ja schon relativ gut, der Relikt-Tempel. Okay, schauen wir weiter. Hier gibt es, ach so, das ist nur der Vergleich mit den aktuellen Assets, wo die noch nicht drin sind. Oder mit dem aktuellen Asset auf dem Live-Server, wo diese Bilder noch nicht drin sind. Genau. Und das ist nochmal das Gleiche. Oder zu einem anderen Datum. 20.10. Vor 6 Tagen. Aber das sieht ziemlich gleich aus zu dem da oben drüber. Ja, ach so, hier sind jetzt diese neuen Relikte, genau. Inactive, active ist auch so die Vermutung. Vielleicht deutet das irgendwie auf die Qualität des Relikts hin, ja. Dass man nicht mehr nur inactive und active hat, sondern inactive und dann je nach Farbe. Wie gut das Relikt ist. Aber dann würde es eigentlich nur drei Farben brauchen, weil es gibt ja nur drei Reliktqualitäten im Moment zumindest. Und dann gibt es dieses neue. Ja, hier stimmt es natürlich mit den Farben dann überein. Hier gibt es so eine Art Burgen. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die Gildenexpedition auf Stufe 5 dann etwas anders wird als die übliche Gildenexpedition. 1, 2, 3, 4. Also hier hat man auf jeden Fall nur große, nur vier große Tempelanlagen. Wenn es jetzt Tempelanlagen wären, 6 Stück, dann würde es zumindest schon mal 6 Tempel geben. Dort. Oder, ja, man sieht ja hier auch Temple of Infiltration. Warrior, Jaguar Warrior Temple und Eagle Warrior Temple. Und die anderen heißen Statuen. Könnte natürlich auch sein, dass es einfach nur Platzhalter sind. Also es sind sowieso Platzhalter, denke ich, weil diese Symbole sind, glaube ich, irgendwelche Symbole aus den Gildengefechten. Also diese Burg gibt es, glaube ich, in den Gildengefechten uneingefärbt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt erstmal nur ein Platzhalter ist. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Es lässt sich halt nur spekulieren. Und die Karte, also wenn das hier die Karte sein soll, im Hintergrund, dann wäre die, glaube ich, länger, oder? Kann ich jetzt hier noch weiter rauszoomen? Ja. Also wenn das die Karte des Hintergrunds wäre in der Gildenexpedition, dann wäre die auf jeden Fall breiter als das, was wir jetzt hier sehen. Also als würde man da noch weiter durchkämpfen können. Vielleicht ist es dann auch das, ja, dass es tatsächlich so ist. Dass die Gildenexpedition dann auf Stufe 5 6 Tempel hat. Und die Farben passen halt auf diese Gebäude, wobei nicht ganz, ne? Das Grün passt eher nicht so gut zu dem hier. Eher tauschen mit dem hier, mit dem Relikt. Wobei das passt auch ganz gut zu dem. Naja. Pommes Pirat schreibt: Spannend wäre es, wenn die Gex dann mehr Macht erhalten würde, um Auswirkungen im Ranking zu haben. Endlich weg von der GVG-Lastigkeit. Pommes Pirat, das hilft ja nicht. Das hilft ja nicht, wenn das allein mehr Macht enthalten würde.
Weil das ganze Prinzip müsste sich ja ändern. Denn im Moment ist es so, dass der. Oh. Dass die Gildenexpedition, wenn man die abschließt, dann erhält man, was hier oben steht, und zwar. Ach nee, was hier oben steht, und zwar die Gildenmacht, die man hier eingesammelt hat. Im Moment wären das jetzt 132.000 Macht für unsere Gilde. Aber diese 132.000 Macht, die zählen nur auf die Gildenstufe. Und bei uns bedeutet das, wir kriegen nichts mehr weiter hinzu, denn wir haben bereits die höchste Gildenstufe 100 erreicht. Möglicherweise geht dann mit dem Erscheinen der Stufe 5 der Gildenexpedition auch einher, dass das Prinzip hier wieder weiter geöffnet wird und man wieder höhere Stufen erreichen kann. Da würden wir dann wahrscheinlich gleich irgendwie auf Stufe 110 springen oder irgendwas. Aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass die Gildenexpedition keinen direkten Einfluss auf das Ranking hat, sondern dass sie nur einzahlt auf die Stufe, und die Stufe wiederum bringt das Prestige. Und Prestige ist jetzt hier halt 2500 in dem Fall. Und wir bekommen halt jede Woche aus der Gildenexpedition 2500 Prestige auf unseren Gildenrang. Und daran ändert sich halt auch nichts. Also 2500 von diesen 22.000 575 Prestige kommen halt aus der Gildenexpedition. Ja. Und wir sind im Moment relativ schwach im GVG, deswegen sind wir relativ weit unten. Aber ich hoffe, das ändert sich auch mal wieder. Wobei, ich kann ja dazu gerade auch gar nicht wirklich viel tun, weil ich gar nicht mehr so viel Zeit habe, GVG zu spielen. Aber wie gesagt, ja, der Einfluss der Gildenexpedition auf den Rang ist halt marginal. Und wenn es jetzt so wäre, dass wir Stufe 110 hätten, dann würden halt nochmal 250 Prestige obendrauf kommen, und dann hätten wir eben 22.825 Prestige und würden statt auf Stufe 16 statt auf Rang 16 auf Rang 13 sein. Also es würde halt kaum was ändern. Und wenn man dann die maximale Stufe erreicht hat, dann würde es auch wieder gar nichts ändern. Und man kriegt halt auch nur alle paar Wochen eine neue Stufe hinzu. Und auch nur dann würden dann wieder 25 Prestige obendrauf kommen. Und so wenig Prestige war ja, glaube ich, die Erhöhung pro Stufe. Macht, glaube ich, auch Sinn mit der 25. Weil 25 Prestige mal 100 wären 2500. Und so kommt man eben auf diese 2500 hier. Genau, also der Einfluss auf den Gildenrang ist relativ gering, auch wenn es jetzt eine neue Gag-Stufe gäbe. Also wenn sich der Einfluss ändern sollte, dann müssten sie das Ranking-System ändern. Aber da steht zumindest noch nichts im Raum. Gut, weiter hier rüber. Also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die Stufe 5 ein bisschen anders läuft und man vielleicht nicht mehr dieses relativ einfache Durchkämpfen hat, was man bisher hat, sondern dass man sich irgendwie anders durch Stufe 5 durchboxen muss. Also vielleicht bringt es nochmal einen neuen Aspekt in die Gildenexpedition und macht die Gildenexpedition vielleicht auch nochmal ein bisschen schwerer. Darüber hinaus, dass es einfach nur schwerer ist und man mehr Kampfkraft braucht, um sich durchzukämpfen. Genau. Für mich ist es ja jetzt so, durch meine extrem hohe Kampfkraft muss ich mir bei dem Spielen der Gildenexpedition halt überhaupt keine Gedanken mehr machen. Ich kann halt die komplette Gildenexpedition durchspielen, spielen mit einer Aufstellung, die ich mir
zurechtgelegt habe und muss da auch überhaupt keine Aufstellung mehr ändern und überhaupt keinen Kampf mehr manuell machen, sondern ich spiele halt einmal komplett durch. Das heißt, bis Stufe 4 ist es eh öde. Wenn jetzt da eine Stufe 5 oben drauf kommt, wo man dann mal wieder darüber nachdenken muss, wie man bestimmte Kämpfe macht, dann ist es vielleicht nicht so verkehrt, aber auch nicht besonders revolutionär. Aber dass die Karte grundsätzlich breiter ist und es hier 6 Gebäude zu geben scheint oder 3, weil wie gesagt, hier steht halt Tempel und da steht Statue, scheint auch auf eine andere Mechanik zu schließen. Also vielleicht ist es nicht einfach nur weiter durchkämpfen, so wie bisher, sondern tatsächlich etwas Neues. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Und es gibt hier noch neue Gebäude, oder neue Gebäude, neue Bilder. Wobei auch nicht wirklich, wahrscheinlich nur die 5 hier. Alles andere scheint mir jetzt doch relativ bekannt zu sein. Genau, das ist das Ganze nochmal in Hochkant. Ja, und zum Vergleich. Wahrscheinlich zum Vergleich. Ach nee. Hier gibt es ja gar keine Änderung, ne? Das ist doch wieder das gleiche Bild. Okay. Und dann scheint es noch ein paar neue Icons zu geben, die auf einige neue Features schließen lassen. Und zwar gibt es hier einen Bonus für Special Trade Goods. Möglicherweise, wenn man den anhat, also die Symbolik lässt darauf schließen, dass man das vielleicht freischalten kann in der Taverne. Also, dass es so neue Boosts sein könnten vielleicht, die man dort freischalten kann. Genau, hier ist die Spekulation, dass es weniger Spezialgüter erfordert, die Verhandlung. Das hier mit dem Pfeil nach unten könnte bedeuten, dass man die Güter des vorherigen Zeitalters einsetzen kann. Und der hier heißt Infiltrate. Infiltration. Und das wiederum lässt darauf schließen, dass man vielleicht nicht sieht, was auf einen zukommt in der Gildenexpedition. Wie ist es denn jetzt im Moment? Ich glaube, ich muss jetzt noch ein Fenster rüberschieben. So, ich logge mich mal ein. Feldrangier noch parallel. Also, wenn man hier draufklickt und auf Angreifen drückt, dann sieht man ja schon die Einheiten des Gegners. Also eine Überraschung erwartet einen hier nicht. Wenn es jetzt aber ein Bonus gibt, der eine Infiltration ermöglicht, dann könnte das bedeuten, dass in der Stufe 5 nicht mehr sichtbar ist, welche Gegner man kriegt. Samsam spekuliert, dass es eher einen Punkt weniger auf der Karte gibt. Kann auch sein. Kann auch sein, weil es ja nur 3 Tempel sind, ne? Also nur 3 dieser Gebäude sind halt Tempel, wenn es Platzhalter sind. Und das andere sind halt Statuen. Vielleicht sind das nochmal so kleinere mittlere Tempel oder kleinere mittlere Anlagen. Oder die ganze Stufe 5 hat nur 6 Kämpfe. Könnte auch sein. Dann wäre das eben eine Statue. Das ist ja auch sowas wie eine Statue. Und man hat immer eine Statue, ein Tempel, eine Statue, ein Tempel, eine Statue, ein Tempel. Und man hat insgesamt nur 6 Begegnungen, die man abschließen muss. Dann würde aber diese relativ breite Karte nicht so viel Sinn machen.
Die Armee wird geschwächt beim Sektor infiltrieren. Da hast du recht. Da hast du recht. Die wird ja gar nicht ausspioniert. Sondern sie verliert einen Kampfpunkt. Das heißt, es müsste auch nicht bedeuten, dass die Mechanik sich hier ändert an der Stelle. Also, es müsste nicht bedeuten, dass man die Truppen nicht sieht, die gegnerischen. Genau, das könnte dann heißen, okay, der Gegner scheint mir hier zu stark zu sein. Ich setze den Kampfbonus ein, die verlieren alle einen Punkt. Und dann schaffe ich es vielleicht, weil die alle nur noch 9 Lebenspunkte haben. Könnte sein, Samson. Könnte sein. Ja, das klingt relativ möglich, dass es das ist. Die Frage ist halt, ob diese Icons überhaupt zur Gildenexpedition gehören. Weil im Namen selbst steht ja nichts von der Gildenexpedition. Könnte natürlich sein, dass sie auch was mit einem anderen Feature was zu tun haben. Oder generell allgemein für Verhandlungen und Kämpfe gelten. Guten Abend, Aldrin. Der Aldrin-Bot. Ja, freut mich, dass es dir gut geht. Du bist doch kein Aldrin-Bot. Du bist doch der echte Aldrin. Okay. So, gibt es auch noch weitere Bilder? Ah ja, hier gibt es schon eine Beschreibung. Zur neuen Gildenexpedition. Gibt es überhaupt im Moment eine? Ja, gibt es. Okay. Ja, möglicherweise ändert sich die dann auf Stufe 5. Das würde aber wieder dafür sprechen, dass die Mechanik sich ändert. In Stufe 5. Ja, mir geht's wieder ganz gut. Auf jeden Fall. Also ich habe mein Erkältungsproblem nicht mehr und auch keine dauerhafte Kehlkopfentzündung mehr. Wodurch ich eigentlich immer, wenn ich ein bisschen länger gesprochen habe, anfangen musste zu husten und Halsschmerzen bekommen habe. Das ist jetzt zum Glück weg. War auch äußerst ungeeignet zum Streamen. Genau. Ich hoffe, den anderen geht es auch allen gut, ja. Aber zumindest in meinem Umfeld sind relativ viele Leute krank gerade. Also auch viele mit Corona, aber auch viele mit was anderem. Aber im Moment, ich meine, ich war lang genug krank, von daher ist eigentlich ganz gut, dass ich jetzt mal wieder gesund bin. Also vielleicht gibt es doch ein paar andere Mechaniken noch. Toi, 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 ja. Auch an euch, dass ihr gesund bleibt. Genau. Und die hier erklärt werden. Oder sie überarbeiten die Texte. Genau. Könnte es beides sein. Die Bilder haben wir alle auch weiter oben schon mal gesehen. Ah, das ist noch neu hier. GE Fortification Fortress BG-Teil. Also GE steht für Gildenexpedition, Guild Expedition. Festung. Also das heißt ja Befestigung. Das heißt Festung. BG wäre aus meiner Sicht Battleground. Möglicherweise. Ha, auch sehr schön, Pommes Pirat. GE Fortification. Battleground-Teil. Und das ist Fortification Eagle Warrior Temple. Ja. BG Be Battleground könnte auch Background heißen, stimmt. Background-Teil. Ja, gute Besserung, Angelika, dass das auch mit dem schweren Arm besser ist bald. Aber es geht ja meistens relativ schnell nach so einer Impfung, dass das wieder alles okay ist. Blaue Galaxie. Blue Galaxy, ja, würde auch passen, ne?
Würde auch passen. Aber die von der Namensgebung ist es ja so ähnlich wie diese Tempel hier, ne? Vielleicht kann man sich auch irgendwie was aussuchen, dass man auf einen bestimmten Spielmodus geht oder sowas. Dass man sich aussuchen kann, okay, ich gehe auf den Eagle Warrior und der Eagle Warrior gibt dann vielleicht die gefiederten Teile. Weil Igel und Federn, also Adler, Igel heißt ja Adler. Dann gibt es hier Jaguar Warrior. Naja. Nach Jaguar sehen die beide nicht aus, die beiden anderen. Und der letzte ist doch Dragon, oder? Wo war der andere? Tempel? Tempel? Statue? Statue? Ach nee, der heißt einfach nur Off-Infiltration. Und hier oben heißen die Feathers, Spikes und Scales. Tja. Tja. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht kann man es auch einstellen. Möglicherweise. Vielleicht kann man einstellen, auf was man gehen will in Stufe 5. Ob man eben auf einen dieser Typen geht, auf eine dieser Farben und dann entsprechend eine dieser Preise bekommt. Und nicht durch Zufall irgendeins davon. Das würde ich mir ja bei den Gildengüter produzierenden Gebäuden mal wünschen, dass man einstellen könnte, welche Gildengüter man damit produziert. Das wäre genial. Das wäre richtig genial, aber ja, mal gucken, ob da mal jemals sowas kommt. Okay. Gut, hier ist, glaube ich, auch nichts Neues mehr drin. Ja, das hier scheint nochmal neu zu sein, ne? Mit so einer Festung davor in diesem Mini-Icon. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo das gezeigt wird. Dieses Mini-Icon. Hier ist es auf jeden Fall zu sehen, dieser Tempel. Ja, kein Wunschkonzert, genau. Man kriegt oft Sachen, die man sich nicht gewünscht hat bei Forge of Empires. Okay, und hier gibt es sehr, sehr viel Spekulation darum, was das alles bedeuten könnte. Das könnt ihr euch ja gerne alles durchlesen. Aber es sind, wie gesagt, alles nur Spekulationen und mehr als das, was wir uns jetzt hier so darüber ausmalen, was es sein könnte, ist es halt am Ende dann auch nicht, ne? Am Ende geht es halt nur darum, was sich Inno dabei gedacht hat und wie es dann tatsächlich realisiert wird und nicht wie, was wir uns hier darunter vorstellen. Aber es wird wohl sehr wahrscheinlich Stufe 5 der Gildenexpedition geben, früher oder später. Genau, okay, schauen wir uns doch nochmal noch die anderen Spoiler-Sachen an, die es noch so gibt. Wir haben ein neues Forge Bowl-Event eben am Horizont. Das wird definitiv auch kommen. Und auch hier gibt es neue Gebäude. Ja, das sieht relativ groß aus. Und es scheint das Ganze in zwei Varianten zu geben, A und B, dass man sich aussuchen kann, welches dieser Gebäude man haben will. 4x5 ist es anscheinend groß. Von daher gar nicht so groß. Ja, je nachdem, was es so bringt, das wissen wir ja noch nicht. Könnte das dann ziemlich interessant sein. Impressive Defender Achievement. Aha, for now just a placeholder. Okay.
Impressive Defender. Das Forge Bowl Event. Ich überlege gerade, wie die Spielmechanik ist beim Forge Bowl Event. Konnte man da auch gegeneinander spielen? Sonst kann man ja nichts defenden. Na, vielleicht gibt es das, wenn man ganz oft ein Spiel gewinnt gegen einen Angreifer. Aber ja, ob das jetzt auch was mit diesem Forge Bowl Event zu tun hat, kann man auch nicht so direkt sagen, ne? Das Bild, das ist ja eher das Bild von den Einheiten aus den. Wie hieß das Event nochmal? Mit diesem kleinen hüpfenden Gemeinschaftsevent, genau. Gemeinschaftsevent war das, glaube ich, ne? Da war nichts gegeneinander. Ja, das war wie beim Fußball-Event, richtig? Aber beim Fußball-Event gibt es ja Training, wo man im Prinzip auf dem Feld immer weitergeht. Und Turnier. Und im Turnier kämpft man ja gegeneinander. Und ich weiß jetzt nicht, ob es diesen Turniermodus auch beim Forge Bowl-Event gibt. Ja, Trainer gab es, wo man seine Mannschaft sozusagen noch verbessern konnte und die dann weiterlaufen konnten und sich die Preise erhöht haben. Also die Wahrscheinlichkeit für die guten Preise und sowas. Auf der Beta noch GG mit dem Modus, in dem es keine unbegrenzten Kämpfe gibt. Ja, das läuft noch. Das läuft noch und die Aussage von Inno war kürzlich, dass der Spielmodus weiterhin getestet wird und vorm nächsten Jahr davon auf jeden Fall nichts auf die Live-Server kommen wird. Also wenn es mal neue Mechanik in den Gildengefechten geben sollte, dann frühestens im nächsten Jahr. Genau. Also ich kann mal eben gucken, es müsste ja aktuell auch eine Gildenexpedition laufen. So, und ich sehe das nur, wenn ich. So, ich sehe es ja nur hier. Genau. 24%, Total Max 66%. Genau. Die Begründung fand zu schwach und vorgeschoben. Inwiefern, Samson? Ich kann es nicht sagen, Pommes Pirat, denn ich spiele keine Gildenexpedition, keine Gildengefechte auf dem Beta-Server. Ja. Ich weiß es nicht. Und ich kann, also, es lässt sich halt auch schlecht vergleichen, ne? Also, in meiner Gilde, auf meiner Hauptwelt. Da spielen wir halt immer sehr erfolgreich die Gildengefechte und dominieren die Karte und schieben uns das Ganze irgendwie zwischen zwei Playern hin und her. Das hier ist aber ja die Gildengefechte in der. In welcher Liga ist es eigentlich? Das ist die Platin-Liga, also noch eine unter der Diamant-Liga. Und da sind die Gilden ja sowieso inaktiver. Von daher. Und es werden keine. Ja, hier ist ein Siege Camp. Aber sonst werden anscheinend von der Gilde hier keine Belagerungslager gebaut. Von daher.
Ach so, ja, Daten, ob keiner Schachbrett spielt. Naja. Also man kommt auf jeden Fall nicht mehr mit Nullzermürbung durch, das ist wahr. Und im Schachbrett konnte man ja durchaus mit gar keiner Zermürbung durchkommen. Aber so wie wir auf Denegu die Gildengefechte spielen, hatte sie auch immer schon Zermürbung. Weil wir rotieren ja eher. Wir spielen ja eher im Kreis durch als Schachbrett. Sodass man sich eben mit den Gegnern nicht abstimmen muss. Und ob sich da groß was ändert, das bleibt abzuwarten. Aber wie gesagt, ist auch die Frage, ob es überhaupt jemals live kommt. Also zumindest nicht so bald. Wir haben es jetzt Oktober, Ende Oktober zugegeben. Noch gut 2 Monate bis zum neuen Jahr. Und gleich Anfang des Jahres wird da auch nichts Neues kommen. Ach, hier übrigens der Link zum FOE Olymp. Da hatte ich ja vorhin von gesprochen, also vom Discord-Server. Könnt ihr auch gerne auf den Link klicken, der jetzt gerade im Chat gepostet wurde, wenn ihr euch dafür interessiert, auf den Discord-Server zu kommen. Ja, gut. Weiter im Text. Weiter im Text. Was gibt's hier noch? Die Ausbaustufen des Gebäudes. Auch wieder sehr schön. So eine kleine Waldhütte und dann wird es so ein riesiges Haus hier mit Anbauten. Eher schon ein Dorf. Oder eine Festung. Aber es eskaliert relativ schnell, ne? Hier ist es wirklich noch was ganz Kleines. So die ersten 4 Stufen auf jeden Fall. Ja, die fünfte eigentlich auch noch. Hier beginnt es dann langsam ein Haus zu werden. Hier ist es dann schon ein relativ großes Haus und dann bam, bam, richtig groß. Ist ein bisschen so ähnlich wie die Entwicklung der Preise, ne? Die meisten Forgepunkte hinzu oder meisten Angriffskraft hinzu gibt es ja immer so auf den letzten Stufen. Es gibt leider immer weniger FOE-Content. Die beiden Chris halten noch die Fahne hoch. Ja. Ja. Das passt sehr gut zum Fjorodof und auch zum Adlon-Kloster, das ist richtig. Und zum Terrakotta-Weingut. Da hast du recht, Oldon. Wobei ich ja auch weniger mache, ne? FOE Blues, ja, definitiv. Also bei mir auch. Ich finde das Spiel ehrlich gesagt gerade nicht mehr so richtig reizvoll. Ich finde das hier somit am spannendsten, zu spekulieren darüber, was es für Entwicklungen gibt und sich neue Sachen anzugucken. Auch in der Hoffnung, dass da mal wieder so ein richtiger Kracher kommt, ja? Also irgendwas Neues, was auch wirklich neu ist. Weil wir hatten jetzt zwar zum Beispiel dieses Fellowship-Event, das Gemeinschaftsevent, was neu war, aber die Spielmechanik war halt komplett die gleiche wie aus dem Frühlingsevent oder aus dem Vorspul-Event. Und auch dieses Geburtstagsspiel vom Geburtstagsevent war, naja, nicht. Jetzt hat er ihn jetzt nicht so vom Hocker gehauen, ehrlich gesagt. War aber okay. Also das war schon nicht schlecht, fand ich. Also es war schon nicht schlecht, war auf jeden Fall ein guter Schritt, um eine Neuerung einzubringen. Aber die Frage ist halt, ob wir dieses Event überhaupt nochmal sehen. Oder ob wir das jetzt in 5 Jahren dann vielleicht das nächste Mal sehen, wenn Forge of Empires 15 wird, dass dann wieder das Geburtstagsevent kommt oder so. Und bis dahin kein Geburtstagsevent kommt und die ganze Spielmechanik auch nicht mehr zu sehen ist, warten wir es mal ab. Ja, aber was halt besonders enttäuschend ist, finde ich, sind einfach die neuen Zeitalter. Weil da kommt halt seit sehr, sehr vielen
seit sehr, sehr vielen Forschungen nichts mehr Neues hinzu. Also Raumfahrt Mars, Asteroidengürtel, Venus und Jupiter-Mond sind halt von der Spielmechanik komplett gleich. Komplett identisch. Und das ist schon sehr ernüchternd. Und ich hoffe doch sehr, dass Raumfahrt Titan dann mal eine Änderung mit sich bringt. Ja, also Wildpark-Event finde ich auch super. Ich mag dieses Spiel sehr gerne, auch wenn das viele nicht mögen. Aber ich mag das sehr gerne. Das ist mein Lieblingsevent und da haben sie sich was richtig, also richtig was getraut bei dem Event, als sie die neue Spielmechanik gebracht haben. Und das hat aber auch auf sehr, sehr gemischte Resonanz also da gab es sehr, sehr gemischte Resonanz darauf, ne? Also viele finden das Wildpark-Event toll und viele finden es aber auch doof, ja? Und das ist so ein bisschen die Zwickmühle, ne? Also ich glaube, Forge of Empires traut sich nicht mehr so viel. Eben aufgrund solcher Erfahrungen wie beim Wildpark-Event vielleicht. Oder auch beim St. Patrick's Day-Event, wo ja auch eine neue Spielmechanik eingeführt wurde. Und es gab halt Jahre, wo diese neuen Spielmechaniken rauskamen, wo es dieses neue St. Patrick's Day-Event gab, was vollkommen anders war als alle Events, die wir vorher gesehen haben. Und dann das Wildpark-Event, wo es vollkommen anders war als alle Events, die wir bisher vorher gesehen haben. Und dann gibt es das Jahr 2022, wo eigentlich nichts wirklich Revolutionäres zu sehen war in Forge of Empires. Ich glaube, es gab auch gar keine neue Kultur. Ich weiß nicht, wann ist denn das Mogulreich rausgekommen? Wisst ihr es? Ich werde es finden, wenn ich hier in die Announcement schaue. Was ist denn das? Ob das ein Feature? Ich glaube, es war Ende letzten Jahres, oder? Genau hier. Mitte letzten Jahres. Mitte letzten Jahres kam das Mogulreich. Also auch das kam nicht. Na gut, das ist der Beta-Server. Vielleicht kam es erst Ende letzten Jahres auf den Live-Servern. Weiß ich nicht, wie lange das im Beta-Test war. Ich könnte jetzt natürlich noch im Live-Forum gucken. Dann wissen wir das auch. Komme ich ins Forum? Ach so, genau hier in den. Nee, da auch nicht, aber hier kommt man doch ins Forum. Forenankündigung. Genau, Ankündigung. So. Hier. August. Gut. August ist auch schon eine Weile her. Also hat es gar nicht so lange gedauert von Beta auf Live. Also dieses Jahr gab es auch keine neue kulturelle Siedlung. Also entweder ist nicht nur FOE Blues bei den Spielern, sondern auch bei den Entwicklern. Ja, auf jeden Fall gab es dieses Jahr nicht so viel Neues, Interessantes in Forge of Empires. Und die Neuerungen, die kamen, waren nicht besonders berauschend, sagen wir es mal so. Wir werden jetzt hier bald das Halloween-Event starten sehen und da gibt es zwei Gebäude auf dieser zweiten Leiste. Na, auf dieser. Oder eins. Auf dieser Leiste hier oben. Und die haben eine Wirkung, die ist nach wenigen Tagen erloschen. Also spätestens nach wenigen Tagen. Also.
Sehr, sehr seltsame Idee. Neues Feature, ja, aber irgendwie komisch. Ja, nicht besonders beeindruckend. Haben sie zum Glück hier beim Winter-Event anders gemacht und Preis hier, der scheint doch sehr interessant zu sein. Genau. Ich hoffe, das lassen sie einfach wieder sein oder sie erfinden es komplett neu, dieses Feature, weil das halte ich für wenig sinnvoll, dass irgendwie ein cooles Gebäude nach ein, zwei, drei Tagen auf einmal wieder wirkungslos ist und dann nur noch eine Deko ist, die man am Ende eh abreißt, weil sie der Stadt in einer fortgeschrittenen Stadt ab einem gewissen Punkt, also bei mittelguten Spielern bringt die ja schon nichts mehr. Ja, also mittelweiten Spielern. Spieler, die so ein halbes Jahr spielen, die können sich das ja schon wieder abreißen, weil was sollen die mit dem kulturellen Gebäude noch? Weil bis dahin haben sie fünf tolle neue Eventgebäude und die sind dreimal besser als so ein, ja, Rest von einem ehemals guten Gebäude. Und dann wird es halt verschwinden. Ja, dann wird es abgerissen und dann war es das. Also komische Idee. War nicht so besonders. Gut, und von daher ist es umso aufregender, dass da eine neue Gildenexpedition zu kommen scheint. Und ich hoffe sehr, wie gesagt, ich hoffe sehr, es ist nicht einfach nur Stufe 5, das gleiche in schwerer wie bisher. Weil das wäre dann auch wieder irgendwo enttäuschend. Schauen wir mal. Ja, denn nur immer neue Gebäude ist eben auch nicht alles, ne? So, dann gibt es hier neue Rush-Items. Es gibt offenbar ein Instant-Item. Und ein Next Age. Das ist auch interessant. Okay, nochmal erstmal hier diese Instant-Sachen. Das hier ist eine Instant-Motivation von allen Gebäuden, aber das ist doch. Ach, Event. Okay, das motiviert alle Event-Gebäude sofort. Ein Massen-Selbsthilfe-Kit tut es auch. Und motiviert dazu noch die anderen Gebäude, oder? Angelika, schön, dass du da warst. Gute Besserung noch und eine gute Nacht dir. Beenden der Produktion. Könnte sein, Samson. Aber warum denn der Stern? Oder sofortiges Beenden der Produktion und motivieren. Also, dass es beides ist, ja. Das könnte es vielleicht sein. Dass die Gebäude motiviert werden und man sie sofort abholen kann. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Das ist nicht schlecht. Oh, der ist ja niedlich. Das Icon. Hast du die Krone gewonnen, Angelika? Genau. Aber ja, das wäre natürlich interessant, weil dann könnte man halt seine Eventgebäude ernten, dann das Rush-Item einsetzen, nochmal ernten und dann wieder einen Tag warten. Könnte man quasi zweimal hintereinander ernten am Tag. Wäre sicherlich nicht verkehrt. Also ist jetzt aber auch nicht weltbewegend. Klar, dann hat man schneller mehr Ressourcen zur Verfügung. Das kann, wenn man gerade ins neue Zeitalter gehüpft ist, sehr interessant sein. Genauso wie das hier, ein Instant-Abschluss für Gütergebäude. Ja, im Event ist es auch nützlich, stimmt. Wenn man mal schnell neue Einheiten braucht. Dann kriegt man die Eventgebäude abgeschlossen, die Einheiten produzieren. Oder wenn man mal schnell Güter braucht, dann kriegt man das hiermit natürlich auch erreicht.
aber damit eben auch. Genau. Kann schon sehr nützlich sein. Und das ist dann auch interessant. Next Age kurz. Ist klar, wenn man im maximalen Zeitalter ist, dann wird man wahrscheinlich die eigenen Güter bekommen, die man eh schon hat. Aber wenn es so ein Next Age Goods gibt, dann kann man wahrscheinlich vermuten, dass eines der nächsten neuen Gebäude das als Eigenschaft mit drauf hat, dass es eben Güter des darauf folgenden Zeitalters produziert. Und wenn man jetzt beispielsweise noch im Jupitermond ist und noch nicht gleich am ersten Tag in, wie heißt es nochmal? Zum Titan wechselt, dann kann man schon mal ein paar Güter vorproduzieren, ne? An der Stelle. Mit so einem Gebäude. Möglicherweise ist es dann auf dem Forgebowl-Event-Gebäude drauf, dass man Güter des nächsten Zeitalters bekommen oder ernten kann. Sollte es noch ein Zeitalter darüber geben. Genau, ist natürlich besonders interessant für die kleineren Spieler, die noch nicht am Ende sind und die auch noch durch die Zeitalter spielen können. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Warum vielleicht so der Blues bei den Spielern eintritt, die FOE eigentlich durchgespielt haben. Das meinte ja, glaube ich, auch Chris Schuh letztens in seinem Video, dass er ja FOE eigentlich durchgespielt hat, weil er ist im letzten Zeitalter, seine Stadt ist super ausgebaut und da fehlt dann ein bisschen die Frage, was spielt man jetzt hier eigentlich noch? Warum spielt man das eigentlich noch weiter? Weil, neues Zeitalter gibt es nicht. Die ganzen Kulturen sind auch alle durchgespielt, eventuell. Und für Spieler, die noch mittendrin sind, ist es wahrscheinlich auch ganz anders, ja? Also, dass die vielleicht nicht in diesem, ja, in dieser Stimmung sind, in der manche der Streamer und Videoproduzenten im Moment sind, die jetzt nicht mehr so viel zu FOE machen. Genau, auch weil sie ja schon relativ lange gespielt haben. Die meisten. So, Problem sind aber sowieso eher die Spezialgüter. Ja, das ist richtig, aber da hat man ja wiederum zum Beispiel dieses andere Element dort gesehen, ne? Also, dass es jetzt hier bei der Gildenexpedition gab. Da war ja die Möglichkeit, Spezialgüter zu sparen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier relativ schnell finde. Irgendwo war das doch nochmal. Da anscheinend nicht. Ja doch, es muss es da oben sein. Ach ja, genau das hier, ne? Wo hier so Promethium mit angezeigt ist. Genau. Aber vielleicht gilt das ja eben auch nur für die Gildenexpedition. Okay. Das ist das. Nicht ganz uninteressant. Und hier geht es nochmal um neue Handelsoptionen und Tavernenboosts. Aber das verweist auf das, was Mooncat hier schon in der GE besprochen hat. Ja. In der Gildenexpeditionsthematik. Genau. Ja, ist halt die Frage, ob das damit was zu tun hat mit der Gildenexpedition. Muss es ja nicht. Ja, und das sind die Sachen, die gerade neu auf dem Live-Server gekommen sind. Auf dem Beta-Server gekommen sind. Und ja, auf jeden Fall sehr interessant mit der Gildenexpedition. Ich bin gespannt, was da kommt.
Und ob da demnächst noch mehr zu erfahren ist und herauszukriegen ist aus dem Spoilerbereich. Und ich hoffe sehr, dass da was passiert bei der Mechanik. Dass man mal wieder was tatsächlich Neues erleben kann. Genau. Okay, dann werde ich jetzt einsammeln. Ja, falls ihr noch Ideen habt zu diesen neuen Themen, dann schreibt es gerne nochmal in den Chat. Dann können wir gerne darüber noch reden. Ansonsten würde ich jetzt meine Welten einsammeln. Ganz gemütlich. Meine Hauptwelt vor allem auch gleich. Und da könnt ihr natürlich gerne noch zuschauen. Aber ich werde sonst auch groß nichts mehr anderes machen. Außer einsammeln und mit euch bereden, was ihr noch an Themen bereden wollt. Gerne. Vielleicht habt ihr noch ein ganz anderes Thema, was ihr mal einbringen wollt. Ganz andere Idee. Kann ja auch sein. Zack. Das da oben nehme ich raus. Wo ist der Kumpfer? Okay, und dann noch 1 Stunden Produktion anwerfen. Ist das das nächste, was dann kommt? Samson, wie viele 1 Stunden Produktion? Also ich bin noch nicht an der, ich bin noch nicht tagesaktuell, falls du das jetzt meinst. Aber wenn es die nächste Quest ist, gut, die würde ich jetzt auch sehen. Nee, das Güter einsammeln. Da komme ich jetzt auch nicht so schnell weiter. Ach so, auf den normalen Welten. Schon vorbereitend fürs Halloween-Event, oder was meinst du da? Das startet ja morgen. Das Halloween-Event. Morgen um 9:30. Halb 10. Wie üblich. Oh, Halloween-Event mag ich immer sehr gerne. Und da hatten wir ja reingeschaut, da wird es wahrscheinlich auch kein Problem geben, das Hauptgebäude zu kriegen. Ist immer nur re relativ aufwendig da mit den Laternen und den Taschenlampen und was es da noch so gibt, sich da durchzuklicken, weil das dauert relativ lange. Insbesondere wenn man das auf vielen Welten macht. Und da habe ich ja zum Glück etwas Detox betrieben. Berufsbedingt. Und jetzt nur noch 3 Welten. Ja, wobei ich das Halloween-Event auf den anderen, auf den Nebenwelten möglicherweise gar nicht aktiv spielen werde. Braucht man die Kalenderbelohnung, um das Hauptgebäude vollzubringen, also ohne Dias? Nach der Erfahrung auf dem Beta-Server braucht man das nicht. Ich habe die Kalenderbelohnung nicht bekommen auf dem Beta-Server. Und ich habe Halloween-Event, das war das Tarot. Tarot. Genau, das Ding hat 12 Stufen, also relativ viele. Aber es reicht alleine mit meinen Upgrade-Kits, dass ich es vollkriege. Und ich habe auch noch ein Auswahlkit und ein Grundgebäude bekommen. Also nach der Erfahrung braucht man die Kalenderbelohnung nicht. Aber wenn man die Kalenderbelohnung hat, dann ist man schon sehr nah dran, vielleicht ein zweites Tarotkartengebäude sich hinstellen zu können. Naja, was heißt sehr nah dran? Es hat 12 Stufen. So nah dran ist man nicht. Aber man muss weniger Diamanten investieren, um sich ein zweites hinzustellen.
Genau, aber es ist ja sehr einfach, das den Kalender vollzumachen. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen, wieder den Kalender vollzumachen auf meiner Hauptwelt. Und ich hatte da in den letzten Jahren überhaupt kein Problem mit, das vollzumachen. Und ich denke mal, auch dieses Jahr wird das kein großes Problem sein. Wie man es macht, hatte ich ja auch ein Video zugemacht. Schaut gerne bei mir auf YouTube, wie man den Eventkalender löst. Falls ihr das noch nicht wisst. Also, wie man den löst, ohne jeden Tag spielen zu müssen. Darum geht's. Sondern nur so spielt, dass man auf Gebäude spielt, die sich auch für einen lohnen. Also lohnenswerte Tagespreise. Ja, Aldrin, genau. Aber so meine ich das halt auch. Also es gibt einfach im Halloween-Event auch viele Tagespreise, die gut sind. Es gibt halt die Upgrade-Kits für das Horrorhaus. Es gibt die verlassene Anstalt, ist ein gutes Gebäude. Es gibt die Schildwachten und die Schildwacht-Upgrade-Kits. Es gibt den Siegerplatz, glaube ich, auch. Den gab es, glaube ich, auch im Event. Also es gibt sehr viele gute Tagespreise und man kann halt mit einem Tagespreis immer 3 Tage voll machen im Kalender. Und den Rest kriegt man eben aus den, ja, aus den Schlüsseln oder ich glaube, das sind Kartenfragmente. Genau, und die fallen ja eh ab beim Spielen und bei den täglichen Herausforderungen. Also da sehe ich nicht wirklich ein Problem, den Kalender. Stickerfragmente, genau. Sehe ich nicht wirklich ein Problem, den Eventkalender vollzumachen. Auch wenn man nur spielt, wenn sich der Preis gut anfühlt. Klar, man kann nicht sagen, okay, ich gehe jetzt ausschließlich auf das Horrorhaus. Das geht dann nicht, weil dann kann man halt nur an einem Tag spielen und kann damit nur 3 Türchen öffnen. Im Kalender. Genau. Aber ich glaube, das Horrorhaus kam sogar zweimal. Das heißt, man könnte sogar schon 6 Türchen damit öffnen. Drei Tage mit einem Tagespreis, Aldrin. Tag 1 ist, du holst dir das. Ich öffne das Video. Ich öffne nochmal das Video und gehe nochmal kurz drauf ein. Warte mal, ich hab's doch schon offen. Ich muss das Bild zeigen, damit das ein bisschen anschaulicher ist. Ich habe bei meinem Video zum Halloween-Event noch nur eben, das ja, ist nur für 30 Minuten. so, ihr hört mich jetzt doppelt. Ich habe bei meinem Video zum Halloween-Event das Ganze nochmal gezeigt. Ich versuche es jetzt mal zu finden. Also das Video einfach abgespielt. Versuche es mal eben zu finden. Es müsste doch einen Punkt geben, wo nicht mein Gesicht. Ach doch, das ist ja immer zu sehen. Das ist ja ein Overlay. Unabhängig davon, ob ich gerade ein Video abspiele. Ja, hier. Nicht wirklich. Okay, na gut, ich versuche es mal hier drüber zu zeigen. Halt. Ich sehe den Chat nicht mehr. Moment, so. Genau, also wenn man das Kartenset findet, dann kann man ja das Türchen öffnen. Ist klar. Den ersten Tag hat man dann oder den ersten Sticker hat man dann. Und man kann das kann den Preis da sozusagen einsacken für den Tag. Und das Besondere beim Halloween-Event ist ja, dass die
das Event beginnen und der Tagespreis asynchron laufen. Also der Tag, so lang, also der Tag, in dem der Tagespreis gilt, der ist immer bis 8.30 Uhr oder 9.30 Uhr des Folgetags. Und der Kalender ist halt immer nur bis zum Tagesende. Das heißt, du kannst halt mit dem Kalendertürchen den Tag öffnen, wo ab 9.30 Uhr der Tagespreis angezeigt wird. Dann nach 0 Uhr den Folgetag öffnen. Und danach kannst du noch weiter alles erforschen, bis du ein weiteres Kartenset findest und an der Stelle Halt machen. Und dieses Kartenset lässt du einfach ruhen bis zum Tag danach und öffnest es dann. Weil das ist ja unabhängig vom Tagespreis. Und dann hat man auch den dritten Tag damit noch erledigt. Ich habe es sogar schon einmal geschafft, dass ich, nachdem ich gesucht habe, sogar noch zwei offene Kartensets hatte. Also die ich gefunden habe. Also ich habe halt nach 0 Uhr weitergespielt, ein Kartenset gefunden, geöffnet, damit den Sticker im Album gehabt, weitergesucht und eine Stickerbox gefunden. Und dann habe ich noch gespielt, so lange, bis die Stickerbox hier auf die linke Seite gewandert ist. Und dann hab ich dabei noch ein weiteres Stickerset gefunden. Ein viertes. Das heißt, ich konnte mit einem Tagespreis 4 Tage abschließen. Aber das ist relativ, relativ selten. Das habe ich nur einmal erlebt bisher. Genau. Okay, aber so kriegt man halt 3 Tage hin mit einem Tagespreis. Und wenn das Horrorhaus tatsächlich zweimal kommen sollte, wären es dann schon 6 Tage. Und hier sehen wir ja irgendwo, ich glaube, das hat 21 Tage insgesamt, ne? Ja, 21. Ja, wenn man nur 6 Tage eröffnet hat, ist es wahrscheinlich relativ schwierig, die 21 vollzukriegen. Aber gut. Wie gesagt, also wenn man ein bisschen flexibel ist und auch ein bisschen spielt, wenn man sieht, okay, es gibt eine Schildwacht, es gibt die verlassene Anstalt und da ein bisschen weiterspielt. Man muss ja nur so weit spielen, dass man die Stickerbox findet. Und dann kann man es ja wieder sein lassen. Und dann haut man noch mal richtig raus, wenn das Horrorhaus kommt. Genau. Okay. Einsammeln. Ich kann ja im Moment immer nur abends spielen. Werde ich wieder morgen um 9.30 Uhr nichts mitbekommen. Aber das mit den 1-Stunden-Produktionen ist schon mal ein guter Hinweis. In 9 Minuten kann ich sie anstarten. Also von daher, danke Samson. Dann kann ich morgen Abend anscheinend, oder hoffentlich, wenn ich nicht aus Versehen diese Produktion schon vorher einsammle, bevor ich bei der Quest bin, die erste Quest abschließen, ohne warten zu müssen. Und die Schmieden, da schadet es ja auch nicht, dass ich die volle, die vollen Vorräte nicht bekomme. Ist ja kaum was verloren. Okay, aber ich merke, jetzt langsam werde ich doch wieder heiser. Wenn ich auch keine Halsschmerzen habe, zum Glück. Quest 5. Danke, Samson. Genau, das dritte Kartenset einfach nicht einsammeln. Bis zum dritten Tag. Bis der Tagespreis weg ist, dann ist man noch am Tag davor, sondern wenn der Tag rum ist tatsächlich, genau. Erst dann die Kartenpackung öffnen. Ja. Genau, aber ich hatte auch ein Video dazu gemacht, also einfach mal Forge of Empires Event Kalender
Genau, das hier. Eventkalender lösen mit Tagespreisen im Archäologie- und Halloween-Event. Da ist das Ganze innerhalb von knapp 10 Minuten erklärt. Genau, und tatsächlich habe ich da das Halloween-Event gezeigt, wie das da funktioniert. Das gleiche gilt aber natürlich auch fürs Archäologie-Event. Wie ja die meisten wissen. Badehaus, Sonnentempel, Gudrums Svemdom. Und ich muss immer noch meinen Stadtumbau machen. Und ich habe den sogar schon relativ gut vorbereitet, weil ich jetzt hier recht viel Platz habe. Aber es ist so aufwendig. Es ist so aufwendig. Okay, jetzt kann ich alles einsammeln. So, dann haben wir das alles. Bald 150 bei der Arche. Da ist 180 auch nicht mehr so weit. Und dann hätte ich diesen Aspekt auch noch durchgespielt. Dann bleibt langsam wirklich nichts mehr übrig, was ich noch machen kann im Spiel. Und immer nur Gildengefechte kloppen hat sich bei mir inzwischen leider als sehr, sehr langweilig herausgestellt. Freue mich, wenn es bei euch noch mehr Spaß macht. Okay, dann kann ich hier noch die Verhandlungen machen. Und die ersten Verhandlungspositionen leer machen. Oder verbrauchen vom Frachter. Gigi, nein. Ach so. Ja. Ich glaube, bei mir ist es schon länger her als ein halbes Jahr, Aldrin. Was meinst du mit GG? Nein, kein Spaß, Samson. Ob ich die Gildengefechte gar nicht mehr spiele oder was ist die Frage? Ach so, macht dir keinen Spaß. Ja, genau. Das Problem habe ich halt auch. Dass mir das keinen Spaß mehr macht. Nur noch in den Momenten, wenn es Rennen sind und man halt die Herausforderung hat, weil man eine andere gute Gilde in der GG hat und dann das knapp ist. Dann ist es halt spannend. Aber sonst ist es wirklich nur stumpfes Gekloppe. Und ja, das ist nicht mehr so reizvoll, muss ich sagen, für mich. Das ist beim GVG wiederum ganz anders, ne? Da ist es immer wieder spannend. Ich sammle nicht mehr meine 20, nicht mal meine 20 Tierstädte ein. Aldrin. Also meine beiden Dia-Städte habe ich noch am Laufen. Die habe ich noch am Leben. Nur eben meine schöne Stadt und meine Classic-Stadt ruht gerade. Und da ist die Frage, wann ich die mal wieder spiele. Ich hab da zwischendurch mal reingeschaut und dann mal ein bisschen gespielt, weil, wo ich sehr viel Zeit hatte und einfach dann Lust drauf hatte. Aber im Moment ist es halt eher so, okay, ich habe nur abends Zeit zu spielen. Ich habe aber auch Lust, mal Fernsehen zu gucken oder irgendwas anderes zu machen. Und dann schaue ich halt nur kurz rein, hole einmal alles ab
Und dann am nächsten Tag wieder. Ja, ich habe nur zwei Dia-Welten, genau. Von daher geht es. Aber davor hast du einfach Unmengen an Dias, Aldrin. Musst es mal so sehen. Und ich muss noch ordentlich sparen. Das ist doch auch schön. Nur wenn du die Städte einsammeln müssen, würdest, ja, richtig. Aber das schaffst du doch. 20 Städte zu öffnen, einmal auf diese Diamantenoptionen zu klicken, zum automatisch einsammeln und wieder rauszugehen. Das kriegst du doch hin. Auch wenn du vielleicht momentan keinen Nerv dafür hast. Das kann ich auch verstehen. Dass man das zeitweilig nicht macht. Genau, also das muss ich mal gucken. Also ich fand eigentlich Classic auch. Warum ist meine Kamera gerade unscharf gewesen? Ich fand eigentlich Classic immer ganz interessant. So als Spielmodus. Und auch das sich ausprobieren bei der schönen Stadt, wie man dann die schön aufbaut und so. Ah, war auch nett, aber da braucht man halt eben Zeit zu, ne? Braucht man Zeit zu, drüber nachzudenken, was braucht man jetzt hier in Classic? Worauf lohnt es sich zu spielen in Classic? Welche Preise lohnen sich? Wie gehe ich im Event vor? Wann steige ich auf? Oder man ist damit beschäftigt, seine Stadt irgendwie umzubauen und schön zu gestalten, aber das ist halt auch dann sehr zeitaufwendig. Und wenn man die Zeit gerade nicht hat, weil man mehr arbeitet als vorher, dann ist das schwierig. Ich habe halt weniger gearbeitet, weil seit meine Tochter geboren ist und ich Elternzeit hatte und dann Corona kam, da hatte ich halt reduzierte Arbeitszeit etwas. Und von daher hatte ich einfach mehr Zeit insgesamt. Aber jetzt geht es ja alles wieder. Corona ist kein derart großes Thema mehr. Und meine Tochter ist inzwischen groß genug für vieles. Ja. Deswegen arbeite ich jetzt wieder Vollzeit oder ein bisschen mehr. Und habe auch nicht die Möglichkeit, zwischendrin durch die Infrastruktur auf der Arbeit auf Forge of Empires zu gucken. Das war ja früher auch möglich, dass ich halt zwischendrin auch dann, wenn ich mal irgendwie auf irgendwas warten musste, bei FOI reinschauen konnte und da mal eben einsammeln konnte. Konnte ich halt dreimal am Tag einsammeln. Das war ja auch gut und einfach. Und das geht halt jetzt auch nicht mehr. Genau. Corona ist jetzt leider vorbei, da habe ich keine Zeit mehr für FOI. Nee, es liegt, glaube ich, naja, wegen der Schließzeiten hatte ich weniger gearbeitet, weil ab und zu die Kita zu war, weil es Probleme gab, weil wir selber Corona hatten oder Familie Corona hatte oder irgendwas, man in Quarantäne war, weil irgendwelche Leute Corona hatten, die, genau, und da war das halt einfacher, wenn man nicht ganz so viel arbeitet, um sich in den Momenten dann die Arbeitszeit so ein bisschen besser aufzuteilen und dann an einem anderen Tag mehr zu arbeiten und an manchen Tagen eben nur ganz wenig zu arbeiten oder gar nicht zu arbeiten. Ging natürlich auch mit weniger Geld einher. Wie das so ist, wenn man weniger arbeitet. Aber jetzt ist ja alles so teuer geworden, da muss man wieder mehr arbeiten. Weil irgendjemand Krieg spielen muss.
Genau, Aldrin. Dafür habe ich mehr Inflation bekommen. Kann man nur hoffen, dass das mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt so schnell vorangeht, dass die Preise sich dann auch wieder vergünstigen. Aber im Moment scheint es ja noch nicht so wirklich danach auszusehen. Ja. Okay, eine Welt habe ich noch, oder? Nee, jetzt habe ich doch alles. Jetzt habe ich doch. Ach, hier. In einer Minute erst. Habe ich noch eine Minute online? Da muss ich aber ganz hart überlegen. Na, natürlich. Natürlich. Okay. Dann gehe ich mal eben nach Fell, ob da schon die Ernte ist. Und hier auf der Beta. In 3 Minuten, also. Nee, in einer halben Stunde. In einer halben Stunde erst. Okay, das werde ich wahrscheinlich dann nicht mehr auf dem Screen machen. Das hier in 3 Minuten. Okay, dann kann ich die beiden Nebenwelten gleich noch einsammeln. Und das eben auch. Wie läuft das Wahlstand? Genau, habe ich doch gerade darüber geredet. Meine schöne Stadt ist jetzt erstmal auf Eis. Da passiert gerade gar nichts auf Wahlstand bei mir. Ja, zeitbedingt. Und ich schaue selten mal rein und sammle ein. Genau. Ja, und Zür habe ich natürlich auch gar nicht erst angefangen. Das kam ja jetzt in der Zeit, wo ich schon weniger Zeit hatte. Da kam die neue Welt raus. Wobei ich es nicht uninteressant finde, was ein paar von den Leuten, die sonst so im Stream noch sind, gemacht haben. Die haben nämlich Classic Hardcore angefangen. Also in der Gilde, wo Freakman und Kathleen sind. Also falls ihr auf Xur seid und da mal Lust drauf habt. Die spielen Classic Hardcore. Das bedeutet, sie spielen Classic und dann noch ohne legendäre Gebäude, glaube ich. Ja. Genau. Hat man auch nicht so viel zu tun, glaube ich. Genau, da ist der Lion, glaube ich, in der Gilde und Kathleen und ich glaube auch Engel und Freakman. Falls ihr da Bock drauf habt, vielleicht ist es ja was für euch und vielleicht habt ihr ja Zeit dafür. Oh, Angelika, du warst noch gar nicht auf dem FOE-Olymp. Ja, dann willkommen, dass du jetzt da drin bist. Ich dachte, du warst da schon, weil du bist ja auch auf meinem privaten Server, oder? Auf meinem privaten. Genau, du hast ja heute auch geschrieben. Ich dachte, du seist auch auf dem FOE Olymp. Aber schön, dass du auch dazugekommen bist. Falls du das noch nachhörst, du bist ja schon im Bett. Soweit ich mich erinnere. Ja, klar, wegen der Impfung. Genau. Privat, so. Naja, privat. Der FOE Olymp ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Und dann habe ich noch einen zweiten Discord-Server, wo es um alle meine Sachen geht. Genau, ich mache ja noch ein paar andere Streams. Wobei in letzter Zeit ich da auch nicht zugekommen bin. Naja, stimmt nicht ganz. Ich hatte ja den Kalifornien-Stream, nee, den Florida-Stream gemacht. Das ist aber jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Genau, wo ich dann vom Urlaub erzählt hatte und wo wir ja schon im April waren, aus gegebenen Anlass, weil der Urlaubsort weggespült wurde. Da gab es ja diesen Hurricane. Und der hat tatsächlich den Ort komplett überspült, wo wir im Urlaub waren.
Und das hat mich an den Stream erinnert, den ich ja noch machen wollte. Und auch ein bisschen so, das war auch ein bisschen psychologische Nachbearbeitung, dass ich mal mit jemandem noch darüber reden konnte. Hast du das nicht, warst du da nicht dabei, Aldrin? Ist, glaube ich, auch noch bei, bei Twitch. Also wenn du Lust hast, da reinzuschauen. Ich glaube, der ist noch bei Twitch verfügbar. Ich kann mal eben gucken. Der hat mich vielleicht gleich nochmal doppelt. Ja, tatsächlich. Man sieht es ja auch gar nicht gerade, oder? Wenn man gerade live ist, dann sieht man nicht die Sachen, die schon gemacht wurden. Naja. Aber es ist noch nicht depubliziert. Ich sehe es im Dashboard. Kann ich euch mal das Dashboard zeigen? Hier. Quatsch, hier. Am 3. Oktober. Genau, da habe ich eine Runde Valorant gespielt und dann ein bisschen FOE und dann über Florida erzählt. Genau. Über den Hurricane und den Urlaub, den wir dort gemacht haben. Und ein paar Bilder gezeigt. Ja. Jetzt kommen die doch hier schon. Komisch, dass ich eine halbe Stunde gebraucht habe, um das alles einzusammeln. Das Schöne im Video ist ja, was hinterher verfügbar ist, dass man auch den Valorant-Part überspringen kann, zum Beispiel. Wenn man den nicht sehen möchte. Aber ich wollte mich erstmal so ein bisschen warm spielen. Und nochmal was mit meiner Frau spielen. Genau. So, hier noch einsammeln. Gibt es denn hier Diamanten? Ja, gestern hatte ich auch ganz viel Glück. Gestern habe ich 2x100 Diamanten bekommen. Hier oben, ne? Das gibt wieder 100 Diamanten. Sehr schön. Seitdem der FOE Blues eingesetzt hat, bist du nicht mehr auf dem Laufenden. Ja. Ist verständlich, aber schön, dass du trotzdem da bist. Trotz FOE Blues. Ich bin dein Blues-Sitter oder so. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Begleite dich gerne etwas durch den Blues. Fühle mich dir verbunden, denn ich kann das gut nachvollziehen. So, und eine Feuerpagode. So. Und Chris Schuh hatte das ja auch, glaube ich, gesagt, ne? Er spielt auch vor allem noch FOE, weil er einfach Videos dazu macht und den Austausch mag. Eigentlich müsste Chris Schuh mal endlich streamen. Dann kriegt er auch den Live-Austausch. Und er macht ja im Grunde eh schon die perfekte Stream-Vorlage mit seinen Videos. Ja, genau. Das wollte ich einstellen. Ne, nicht hier, sondern hier. Und dann zahle ich da noch ein. Wann war der letzte Stammtisch? Oh, vor langer Zeit. Vor langer Zeit. Du machst mich unaufmerksam. Wo ist denn das Castle der Montin? Da. Ich glaube noch vorm Sommer, oder? Schon wirklich lange her.
Ich schaue gerade mal. Am 25. Mai war der letzte Stammtisch. Der 9. Also schon ziemlich lange her. Bald ein halbes Jahr. Ich habe übrigens den Falco gefragt, ob er mal wieder einen Winterstream machen möchte, einen Weihnachtsstream machen möchte. Und er hat es jetzt nicht prinzipiell ausgeschlossen. Also er kann es noch nicht sagen. Hängt davon ab, ob er Zeit hat an Weihnachten. Aber er hätte schon Lust drauf. Also, vielleicht drücken wir mal die Daumen. Wäre auf jeden Fall ganz cool, glaube ich. Oder wir machen einen Weihnachtsstammtisch, aber das Problem ist halt, an Weihnachten kann ich meistens nicht. Weil ich da nicht zu Hause bin. Die Tage zuvor entweder auch schon nicht zu Hause bin oder noch arbeite. Genau. Wochenende bin ich dann meistens weg. Aber vielleicht ist es dieses Jahr ein bisschen anders, weil ich habe noch ein paar Urlaubstage übrig und durch den Jobwechsel, den ich ja hatte, nehme ich die vielleicht vor Weihnachten. Und dann hätte ich ein bisschen Zeit vor Weihnachten. Mal gucken. Mal gucken. Ob da noch was geht. Okay, dann zahle ich das jetzt hier bei Metalcore ein, würde ich sagen, die 38. Sieht es denn jetzt aus mit den Gütern? Jetzt habe ich fast alle. Aber es dauert trotzdem noch 20 Minuten, bis ich einsammeln kann. Das ist immer noch ein bisschen lang. Genau. Wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr warten. Tja. Na dann. Was meinst du gerade? Was habe ich beisammen? Habe ich das gerade gesagt? Alle Güter beisammen, ja. Richtig, habe noch nicht alle beisammen. Richtig. Am einfachsten wäre es natürlich, mal hier in den Handel zu gucken. Mit ein bisschen Glück. Oh ja. Danke, Bengel. Na gut. Wobei 400 Spenden ausgeben. Ist auch schnell gemacht. Jetzt wieder 5 Minuten Produktion einstellen, ist blöd. Naja, ist egal. Guten Abend, FOE Statistiken. Ich wollte gerade aufhören. Ich wollte gerade sagen, ist egal. Mache ich dann vielleicht später offstream noch. Aber ich würde jetzt aufhören, weil, ja, perfektes Timing. Kannst gerne nochmal in die Aufzeichnung schauen. Genau, falls du magst. Ich rede etwas über Spoilers. Also es gibt Hinweise auf eine neue Stufe der Gildenexpedition. Wenn dich das interessiert, ne, dann schau gerne nochmal rein. Okay, aber dann soll es genügend sein für heute. Und dann freue ich mich, dass ihr alle da wart. Und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, natürlich. Auf
auch danke natürlich wieder für die rege Beteiligung im Chat. Das ist immer sehr, sehr motivierend und anreichernd, ja. Also wenn ich irgendwo nicht weiterkomme und mir ein Name für ein Gebäude nicht einfällt, zack, ploppen da zweimal der Gebäudename auf, dank euch. Das ist schon sehr, sehr cool. Oder auch, wenn ich neue Ideen kommen rein oder bessere Interpretationen jetzt tatsächlich auch von den Sachen, die wir uns angeschaut haben. Genau. Sehr, 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 sehr bereichernd, denke ich, der Chat. Ja, dann genau. Danke euch dafür. Und ansonsten sehen wir uns vermutlich nicht nächste Woche zu Forge of Empires, weil ich nicht glaube, dass es nächste Woche irgendwas Neues geben wird, was ich nicht schon irgendwo anders besprochen habe. Und von daher würde ich wahrscheinlich nächste Woche, wenn ich den Stream mache, eher was anderes spielen. Vielleicht Jagged Alliance 2, vielleicht Black Mesa weiter. Genau. Schauen wir mal. Und nächstes Mal Forge of Empires dann wahrscheinlich, wenn es Neueres, Näheres vielleicht zur Gilden-Expedition gibt oder zum Vorspul-Event. Ne? Gut. Dann danke nochmal und euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis bald. Ciao.